Kopfball heißt das Spiel. Oh, Kopfball. Ja, aber es ist nicht wirklich Kopfball, wie ihr das vielleicht klassisch kennt vom Fußball. Haaren. Es ist ein bisschen geschicklicher. Kann ich auch so machen? Das wird nicht viel helfen. Okay. Kommt mal einen Schritt mit hier nach vorne. Okay, okay. So. Die Regeln sind ganz einfach. Ihr müsst einen Ball mit dem Kopf an der Wand entlang ins Ziel bringen. Mhm. Also rollen. Okay. Sollt euch Ball runterfallen, müsst ihr hinter der Startlinie, das ist da dieses Weiße, da fangt ihr an, wieder neu ansetzen. Wer als erster den Ball im Ziel hat, gewinnt einen Durchgang. Wer als erster 3 Durchgänge für sich entscheidet, gewinnt das Spiel. Hände sind natürlich nicht erlaubt. Ihr müsst also quasi, ihr nehmt euch den Ball, stellt euch den hier hin und versucht dann irgendwie durch Drehen oder durch wie auch immer, versuchen, den Ball hier in den Korb zu bekommen. Okay. Wenn der hier am Schluss so ein bisschen an die Schulter kommt, da drücke ich ein bisschen Auge zu. Aber ihr dürft nicht mit der Hand irgendwie so machen. Und auf welche Zeit? Zeit ist egal. Okay. Wie viel Bälle? Zuerst, also es geht nur um Schnelligkeit. Ja. Ihr spielt gleichzeitig. Ja. Wer zuerst da ist, kriegt den Punkt. Wie viele Bälle? Ein Durchgang. Reicht. Ein Ball ist ein Durchgang. Dann wird gestoppt und dann geht es weiter. Dann wechseln wir die Seiten und dann wird noch ein Durchgang gespielt. Hat natürlich einen Vorteil, ist ein Zentimeter größer. Aber gut, ich muss nur mal so gesagt haben. Das fängt ja gut an, ey. Ja, so ist das. Nee, okay, komm. Streng dich halt an. Ja. 1 Zentimeter. Sonst kommen die es Ausreden erst bei Spielgröße an. Genau. So, also bitte auf die Ziellinie. Oh. Ihr könnt euch schon gerne positionieren. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Da auch. Ihr seid klar? Moment. Okay. Auf die Plätze, fertig, los. So, die Technik, viel anders kann man es nicht machen, als das, was wir hier gerade sehen. Aber wir sehen dann auch gleich am Ende, wenn es zum Korb geht. Genau, da wird es dann nämlich spannend. Nämlich jetzt, wie bei Jenke zu sehen. Yeah. Elton, sag was. Geht weiter? Lennart, Pause. Hm. War das okay? Ihr wechselt auf jeden Fall erstmal die Position. Was ist falsch? Das Brett ist so hoch angebracht oder was? Ich habe zwar gesagt. Oder gefällt dir mein Sakko nicht? Nein, mir gefällt nicht. Ich habe zwar gesagt, wenn der Ball über die Schulter rollt, ist es okay. Ja. Aber du hast die Schulter mit als damit Hilfe. Damit er drüber rollen kann. Kann. Aber du hast dann die Schulter damit eingesetzt. Ich kann diesen Durchgang leider nicht gelten lassen. Zeig nochmal. Ja, guck, pass auf. Wenn du. So, guck, und jetzt? Die Schulter geht zum Ball. Du hättest dich noch mal drehen können und du. Das ist die. Du benutzt die Hand. So du benutzt du den Arm, um. Da, tut mir leid. Ja, lass uns das noch mal klären. Es steht weiter 0-0, trotzdem die Seiten tauschen. So, ich darf es nicht so über die Schulter laufen lassen. Das war eben was anderes. Nochmal, du darfst nicht so machen, dass der über die Schulter läuft. Wenn du so machst und der fällt hier auf die Schulter und geht dran. Das ist. Jenke, das ist. Hab ich aber auch so erklärt. Oh, sind die pingelig hier. Ja, oder? Hallo? Gut für es mich. Geht um 100.000 Euro. Pingelig hier. Seitenwechsel. Also, Seitenwechsel. Jenke, andere Seite. Oh Gott, wenn das erste Spiel so schon ja, so ist. Ja, hab ich doch was gefasst. 4 Uhr. Frühestens. Okay. Ihr seid klar? Ja. Los. Los! Ja, so. Ja, beide mussten erst mal überlegen, in welche Richtung man jetzt drehen muss. Ja, muss er wieder zurück hinter die Linie. Jenke war ja eigentlich ziemlich weit, aber dann muss man eben auch drauf achten, ganz am Ende. Jetzt vielleicht mit etwas mehr Glück. Ja, muss ich noch einmal drehen? Naja, da ist noch mehr Holz. Da ist noch Holz, da ist noch Holz, da ist noch Holz und drin ist er. So! So geht's! Ja, das hättest du doch auch sagen können. Ich habe es gesagt! Ich weiß nicht, ob das mit offenen Haaren besser ist, aber ich habe. Ja, mach mal die Haare auf. Bei mir rutschen die weg. Mach mal die Haare auf, Schatz. Jenke hat auch die Haare offen. Bei mir rutscht das immer ein Haar weg. Das ist so. Guck mal, hast du gesehen? Guck. Ja, vielleicht mache ich mit zu Haaren. Mit offen. So, jetzt aber. Es steht jetzt 1-0, 3 Durchgänge muss man gewinnen. Ihr seid klar, auf die Plätze, fertig, los. Der wichtige erste Punkt, der hinten raus sehr entscheidend werden kann. Wir haben es schon oft erlebt. Wäre eine Variante gewesen übrigens, aber er ist nicht durchgekommen. Jenke macht das ruhiger hier. Und jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Jetzt muss er quasi, den hinten über den Rücken rollen lassen. Macht das alles sauber. Die Schulter geht nicht mehr zum Ball. Die sind okay.
Oder machst du ganz stramm? Das liegt an seinem Botox, ohne Scheiß. Der hat so eine glatte Haut, da, verstehst du, da klebt nee, das viel besser. Bei mir Haut sind die Haare, Grip, bei mir Junge. Ich bin nicht so getürkt wie er, verstehst du? Ja, ich muss es mal so sagen. Haben wir einen Rasierer da? Diese Produktionsschere, haben wir die nicht mehr hier rumliegen? Also 2-0, einmal muss Jenke noch diesen durch. Okay, also wir versuchen es. Ja, versuch mal. Die erste Runde war ja gar nicht so schlecht. Ja, aber dann... Mhm. Okay, los. Oder oh, warte, hallo. Ich denn hier das Kommando? Nee. Hey, warte mal. Nee, ich dachte... Ich höre nicht mehr so gut. Okay. Wer hat denn hier losgesagt? Vor allem kommt auch die Musik. Ja. Ja, eben. Warte mal, ich muss mich glatt bügeln. Ja. So. Ich bügel dich gleich glatt so. Gott sei Dank gibt es dafür nur einen Punkt. Ja, aber der ist wichtig vielleicht. Ihr seid klar, ne? Ja, ja. Mit dem Popo wäre ich besser gewesen. Das glaube ich nicht. Da hast du doch auch Haare. Nein, habe ich nicht mehr. Und los. So, ja, muss konsequent einfach hier im rechten Winkel sozusagen den Ball treffen. Ja, da zieht es doch mal plötzlich gut aus. Sehen wir hier schon das erste kleine Comeback. So, und jetzt muss er gucken. Achtung, nein, rutscht ihm in die andere Richtung weg. Da die Chance jetzt bei Jenke. Der macht das ganz geschickt und gewinnt das erste Spiel. Sehr gut. Aber es ging doch. Es ging doch. Ja, irgendwie. Das letzte war besser. Aber ich bin halt Mannheimer. Ich brauche immer ein bisschen Länge. Und zum Schluss war es vielleicht nur ein Tick ungeduldig. Aber hier, sehr gut. Ach, Regeln sehr alle gut. Eingehalten. Danke so schön. Das war mir ganz besonders wichtig. Erster Punkt für heute Abend geht an Jenke. 1-0.